Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 24.04.2020. Und unser DAX hat sich hier genug die Plauze gekrault. Jetzt hat er ein bisschen Hunger wieder gekriegt. Da dachte er sich, hier können wir mal ein paar auseinandernehmen. der DAX war zum Donnerstag. Ja, also ich glaube, das war kein Tag, der allen gefallen haben dürfte. Der Tag war ein bisschen schwierig zu greifen. Der DAX hatte häufig ein bisschen überreizt, sind in hohen Rückläufen. Im Grunde ist er eigentlich schön zwischen den Marken gelaufen, aber man hat ihn schlecht gegriffen gekriegt. Da ist das überall so ein bisschen überrissen und angetäuscht und rumgedruckst hat, dürfte das doch eher den meisten schwieriger gefallen sein. Dann auch zum Nachmittag hin, wo man ja eigentlich jetzt sich schon damit abgefunden hatte, okay, jetzt geht's long oben raus. Hat er dann auch einen schönen Rücklauf gebracht. Das ist ja soweit okay, aber hat dann, also wir hatten im Premium-Dienst, haben wir hier gesagt, 500, 470, das wäre jetzt letztendlich Long-Chance. Er darf halt nur nicht unter 470, sonst wäre das oben Fehlausbruch und dann könnte es nach unten dolle klatschen. Und ja, die 470 konnte er dann nicht halten und ist ja durchgeballert. Ne? Das Medikament, was hier in Amerika letztens so für Aufruhr gesorgt hatte, beziehungsweise für Euphorie gesorgt hatte, wenn man gesagt hätte, das hat ganz gut funktioniert. Das, ja, dem ist jetzt nicht so. Ne, da ist gefloppt letztendlich. Stand zumindest so drinne. Das hat auch bei uns einer super schnell drinne gepostet gehabt. Ich glaube, das stand nicht mal auf Jandaya oder sowas. Bei uns im Chat war das direkt synchron mit drinne. Da haben auch ein paar sich dann noch ein paar Punkte nach unten rausbeißen können. Also so soll das sein, so ist das schön. Also ich glaube, heute hat auf jeden Fall unsere Plattform, die hat heute mega Spaß gemacht. Ne? Da waren zu viele neue Leute auch. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass da nicht zu viele Anfänger sich dann vielleicht auch gegenseitig irgendwie, da überlegen wir uns auch mal noch was, wie wir das ein bisschen besser steuern können, dass man vielleicht auch sieht, okay, die Nutzer, das sind die, die haben schon ein Seminar gemacht, die sind schon länger im Premium-Dienst, dass man die vielleicht irgendwie hervorhebt. Und dass man das ein bisschen besser einschätzen kann, wie, was man da drauf geben kann, was der ein oder andere sagt. Aber ja, das ist was wir uns so für die nächste Zeit noch vornehmen. Jetzt bleiben wir mal beim DAX. Wir haben die letzten Tage genug über unsere Plattform geredet. Ja, grundsätzlich okay. Wir sind weit oben rausgeschlagen. Wenn wir uns jetzt die Tageskerze angucken, würde ich drauf tippen, dass die nicht mal. Doch, die müsste rot sein. Ne? Die ist gerade so noch rot geworden und hat hier eine mega lange. Doch, hat die oben dran. Grundsätzlich bearish Engulfing von der 570, 600 weg. Ja, haben wir im Video erwähnt. Die könnte noch nach oben kommen, wenn der DAX ein bisschen hochdrückt. Ansonsten unten. Übrigens, jetzt fällt es mir auch ein, genau. Haben wir gesagt, hier eine lange rote Kerze muss kommen, die mehrere grüne aufsaugt und der DAX könnte sich nach unten loswühlen. Das ist zum Beispiel dieser eine Punkt, warum ich gesagt habe, das dürfte vielen hier schwer gefallen sein, weil das hat ja schon mal überhaupt nicht geklappt. Ne? Der hat ja die erste Impulskerze einfach nur. Da ist ja nichts passiert, der ist ja nur zur Seite und dann sogar noch auf ein neues Hoch. Also, der Tag war schon ein bisschen tricky. Der Donnerstag, der war nicht ohne gewesen. Das hat viel Platz gehabt, wenn man da also keinen guten Flow drin gehabt hat. Wenn man da nicht so den Blick für den Tag hatte, hatte der auch genug Gelegenheiten, um einem eine richtig hinter die 12 zu zimmern. Ne? Also, habe ich auch von vielen gehört, die ja echt auch deutlich auf die Nase bekommen haben. Ja, ich fand den auch nicht ganz so griffig. Aber. Kommen wir zurück zum Thema. Wir hatten hier gesagt, da kann er unten raus und so weiter und an die 2,30 nochmal dran. Das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Ne? Das ist jetzt wichtig. Wir haben nach unten eigentlich gar nichts geschafft. Wir haben selbst mit diesem Abverkauf nichts geschafft, ne? Weil wir noch nicht mal das Tagestief unterboten haben. Also so gesehen ist der DAX eigentlich einfach nur im Ausbruch kurz gescheitert, aber. Der ist noch nicht nach unten eingedreht. Ne? Das kann jetzt zum Freitag kommen. Aber wenn das nicht kommt und der sich wieder aufrappelt, also ich würde long reingehen, weil, also wenn der jetzt nicht nach unten, was soll denn passieren, dass er noch nach unten fällt? Ne? Die Flagge dynamisch aufgelöst, den riesen Ausbruch direkt ausgekontert mit einer richtig fetten roten Kerze. Also mehr gibt's nicht. Um dann ihn daran zu hindern am Steigen. Da gibt es dann nicht mehr Möglichkeiten. Das heißt, wenn er jetzt anfängt zu steigen und nach oben durchzieht, ja, dann würde er auch durchgehen. Ne? Dann würde er durchgehen, dann würde er sich hier Stück für Stück wieder hochhangeln an die 37 dran und dann eben weiter 900, 880, 11.045 bis 11.500. Das ist alles denkbar und da würde ich schon durchaus ein bisschen tiefer ansetzen hier, wenn es unseren DAX da eben. Nochmal hoch oder wir lassen mal hier oben, wir geben mal noch ein bisschen Puffer, aber grundsätzlich ist schon so,
was soll noch passieren dann halt? Ne? Also deswegen, ich hätte dann eher mehr einen Long-Blick auf, wenn er steigt. Ansonsten rechne ich jetzt unten damit, dass wir vom Engulfing nochmal so eine Kerze wegbekommen. Das heißt, dass wir gut und gerne den Bereich um 2,80 anlaufen könnten. Da wäre noch ein offenes Gap zu schließen. 2,80 bis 2. Ja, was liegen hier? Was sind die Tiefs? Ist das 2,30? Ne, ne? Die sind ein bisschen höher. Na doch, 2,30. 2,80 und 2,30, das wären jetzt auf der Unterseite meine Marken. Gehen wir per Stundenschuss da noch drunter, müssen wir ein bisschen aufpassen, können der DAX hier deutlicher Bewegungsspielraum freischlagen, der sich dann ruhig über Montag, Dienstag noch rausstrecken kann. Also da dann wirklich ein bisschen Vorsicht ab dem Moment, wo wir hier unter 10, 2,20 tauchen sollten. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass da kann er sich halt so, das kann dann so, das sind so nervige Bewegungen, was der dann da macht, weil der dann so runterkleckert und man denkt immer, naja, jetzt ist er fertig, jetzt sollte ich lieber meinen Short schließen, dann zuckt er nach oben, dann läuft er wieder und dann am Ende der Zack und dann steht er eine Stunde später 100 Punkte tiefer, 2 Stunden später nochmal wieder tiefer und man denkt die ganze Zeit immer, naja, jetzt ist hier, ist er fertig, sowas wird hier kommen, ne? Also der wird hier eklig runtersteigen. Deswegen sollte man sich gedanklich schon darauf einstellen, dass man sich immer mal wieder im Kopf resetten kann. Ah, okay, vielleicht ein bisschen mehr Platz geben. Von oben ist die 10.150 weiterhin sehr interessant. Die 10.100 sind wichtige, schöne Zwischenziele, an denen immer mal wieder eine gute Reaktion auch möglich ist. Und ansonsten wäre Targetzone dann tatsächlich hier, dieses Kerzengewölbe. Die Kerzen, die wären jetzt von oben angelaufen. Gap close direkt. Machte DAX nicht so oft, kommt vor, aber machte nicht so oft. Deswegen würde ich unterhalb von 10.200 hier eher dann tatsächlich auch hier erstmal rausgehen, mir das angucken, vielleicht einen Rücklauf abwarten an die 10.200 von unten ran und dann nochmal rein. Und das soweit mein Blick auf der Unterseite hat sich auch jetzt nicht, haben wir glaube ich gestern ähnlich erzählt, ne? Und ja, oberhalb, wie gesagt, ab grünen Kerzen hier, wird long mitgehen. Also. Weil der läuft einfach wieder hoch hier. Ne? Drückt sich einfach hier wieder hoch, dann kommt hier ein neues hoch und zock und dann steht er irgendwann hier oben und man hat es gar nicht mitgekriegt. Aber da müssen grüne Kerzen kommen, oberhalb von 4,30 dann auch so. Ne? Also das wäre so meine Marke, wo ich jetzt so sage, oberhalb von 4,30 per Stundenschluss, 2 Stunden Schluss, das ist eigentlich egal, da ein Stundenschluss reicht da vollkommen. Würde ich schon eher auf der Long-Seite mal gucken. Ne? Und versuchen, Positionen aufzubauen. Gerade so 5,30, die wäre dann nochmal interessant. Da dürften jetzt einige Stops auch liegen. Und ja, von 5,30, ob er von 5,30 dann nochmal so runterdreht, dass es sich hier vor. Ja, es würde zum typischen Freitagsverlauf passen. Ne, der macht eigentlich eher mehr so um 14,30, 15,30 sein Hoch, läuft bis dahin nochmal an und dreht sich von dort in den Montag nach unten rein. Es würde auch passen. Aber ich würde trotzdem eher auf der Long-Seite agieren wollen. Na, auf jeden Fall dann Freitagnachmittag, wenn er nicht, wir können es vielleicht so machen, wenn er 15:30, wenn er startet und er ist über 4:30 und er ist bis 15:30 nicht über die 5:30 hinweggekommen, dann könnte man dort auch nochmal Short probieren. Na, unten raus, das würde einfach auf einen typischen Freitagsverlauf passen. Der läuft nämlich relativ oft hoch über den Vormittag und drückt dann nach unten. Ja, gut. So, mehr kann ich hier gar nicht mitgeben. Also wir können auch kurz in den Tageschart reingucken, wo die Kerze hängt jetzt halt auch nur so rum wie die davor. Ne? Das ist so nichtssagend im Kerzenkörper der vorherigen Kerze geschlossen. Damit ein Inside Day haben weiterhin hier unseres mittleres Bollinger Band letztendlich aber trotzdem seit dem letzten Hoch schon eher nur eine Seitwärtsphase. Könnte auch ein Dreieck sein, wenn man das auf der Ebene hier betrachtet. Und von daher wäre jetzt wichtig, wohin geht die nächste lange Kerze? Nach unten oder oben? Auf jeden Fall, wenn die kommt, könnten noch eins, zwei dann danach kommen und ein bisschen Bewegung hier wieder reinbringen. Ja? Also auch wie die Bänder sich zusammengezogen haben, auch auf den kleineren Ebenen steht schon wieder ein bisschen Bewegung an. Ne? Ist auch zu lange jetzt schon wieder seitwärts gelaufen. Da müsste man sich jetzt schon mal darauf einstellen, dass auch ein, zwei Tage wieder mal Bewegung in eine Richtung kommen kann. Das muss nicht unten sein, das kann auch oben werden. Deswegen gut darauf achten, wie wir hier durchgehen. Ja, und mehr kann ich Ihnen nicht mitgeben. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie was rauskriegen. Dann wünsche ich Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann zum Sonntagabend wieder. Bis dahin, viel Erfolg. Tschö.